Willkommen zum kleinen Thekentheater. Thekentheater mit dem Medienkanzler. Ich begrüße euch total recht herzlich. Der Medienkanzler wünscht sich die Bundesrepublik Deutschland nach 1945 zurück. Warum das denn? Ja, weil ich noch Fernsehen gucken möchte, da wo ich Fernsehen gucken möchte. Und ich möchte da Fernsehen gucken, wo ich gerade bin. Zum Beispiel hier bin ich jetzt vor laufender Kamera und ich gucke Fernsehen. Bald ist es ja vorbei. Ich gucke Fernsehen, wann ich will, wo ich will, warum ich will. Und das waren schöne Zeiten. In der Welt der BRD, machen wir mal wieder aus, es geht nämlich nicht um DVB-T. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ihr seid im kleinen Thekentheater und ich habe sehr viele Kunden und gerade hatte ich eine, die eine Wirtschaft hat, ein Restaurant und wollte wissen, wie bekomme ich jetzt die Videoclips auf dem Fernseher? Wir wissen es durch Chromecast zum Beispiel oder durch den Anschluss vom PC direkt an den Fernseher oder Beamer. Ne? So, wir sind natürlich seit 1966 mit der neuesten Technik verbunden und wir haben uns erneuert und wir haben Industrie 4.0 jetzt und wir haben, wie gesagt, gerade Chrome, wir haben alles. Wir sind ja nun mal Film, Fotoproduktion der Neuzeit mit Industrieanbindung, Live-Schaltung, Green Room. Wir produzieren Filme, wir machen Videoclips, aber die Damen und Herren aus der Zeit der BRD können das nämlich nicht. Grüße! Weiterhin willkommen bei BRD, ja, alte Zeit, Thekentheater, euer Medienkanzler. Ich werde zwischendurch unterbrochen, merkt ihr ja, weil so eine Art Plaudertasche soll dieses sein, dieses Format, so ein bisschen in die Kamera plaudern. Ich mache jetzt hier keine Live-Videos, dafür habe ich überhaupt keine Zeit und meine Kunden wollen sicherlich nicht auch live jetzt in die Kamera schauen. Ich habe viele Unterhaltungen hier, die ich tagtäglich führe und versuche euch diese Unterhaltung mal näher zu bringen. Wie gesagt, wir wünschen uns die BRD zurück nach 45, Aufschwung, Adenauer-Charakter. Es war natürlich nicht alles okay. Nie ist irgendeine Zeit okay. Nur was heute abläuft, die sogenannte Kult. Ja, Frau Merkel-Kult, Herr Schulz soll jetzt Kult werden, ja, für die SPD, Galionsfiguren, albern. Das gab es in der BRD-Zeit nicht. In der BRD-Zeit waren wir selbst Kult und wir hatten 60% vom Gesamtvermögen. Wir, die Bürger, konnten mit 60% oder in der Welt der 60% Volksvermögen, ja, konnten wir agieren. Heute haben 10% 70% vom Volksvermögen und die 90% ackern sich wund, um diese sogenannten 30% Volksvermögen, damit irgendwas zu machen. Wir, die Selbstständigen, sind ja die Dummen, weil warum seid ihr denn selbst und ständig? Tja, ist ja eure Sache und so weiter und so fort. Aber in der Zeit der BRD gab es die Soziale, man war sozial. Man konnte mal eben den Hermann anrufen, ja, deutsche Namen gab es da ja auch. Heute heißen ja Mustafa und Ibrahim und keine Ahnung. Also früher hat man ja den Klaus, Hermann, den Dieter angerufen und die sind dann vorbeigekommen oder man hat sich zusammengesessen und dann hat man repariert. Ja, man hat repariert, ja. Ich meine, die Ostzonalen, die waren ja noch härter dran. Die haben aus dem 22er Schlüssel mit Auftackern da einen 13er gemacht. Die wissen genau Bescheid, was ich jetzt meine, aber ich spreche ja die BRD an. Ich möchte zurück zur BRD, wo es nicht all so gut ging, aber wir Aufschwung hatten. Wir konnten Urlaub, wir konnten uns das Auto, wir konnten uns eine Menge leisten. Es ging also aufwärts, es hat Spaß gemacht. So, jetzt macht gar nichts mehr Spaß. Wir sind jetzt in Industrie 4.0, wir sind mehr gegen uns und mehr Hass und die Fernsehanstalten werden als Fake News dargestellt. Die heutigen Fernsehanstalten wollen jetzt Bezahlfernseher haben, sie wollen uns zwingen, sie nehmen uns die Freiheit. Sie kappen das Komplette und jeder macht mit. Jeder macht mit. Ist egal, ob der Hartz IV ist oder sozial schwach. Die gucken sogar nach Kinderkrankheiten. Der hat Kinderkrankheiten. Nee, da warte ich doch bis zum Schluss, bis die Geräte rausbringen, die keine Kinderkrankheiten haben. Wow, wow, wow. Meine Güte. Also ich gucke erst ein Heft. Also ich kaufe mir ein Heft, gucke nach, ob die Geräte Kinderkrankheiten haben. Ja. Und dann gucke ich nachher auf einen sogenannten 45 Zoll Fernseher die gleiche Kacke, die ich vorher in SD gesehen habe. Wahnsinn, ne? Ja, ja, ist doch so. Fernsehen, BRD, da war doch eine Unterhaltung. Ne? Rudi Carell Show und was weiß ich, dann kam Wetten, das und so. Hä? Ja. Ja, ne? Da stürzt ihr. Hä? Unterhaltung? Ja. Durbridge, Edgar Wallace, ach,
Dann haben wir jeden Montag darüber gesprochen. Mensch, hast du das gesehen? Heute spricht doch keiner mehr. So, worauf will ich hinaus in meinem kleinen Thekentheater mit meinem sogenannten kleinen Medienplausch? Ja, mit meinem kleinen Medienplausch hier in diese Kamera, nicht live, so wie bei Facebook, ja. Nee, ich möchte einfach, das ist eine Sendung, die ich jetzt herstelle, so als Thekentheater und mich darüber unterhalte oder versuche, mit euch darüber uns allen irgendwie etwas klar zu machen, dass was nicht stimmt. Die Vermutung DDR 2.0 Kultregierung mit Frau Merkel ist ja in aller Munde, alle mögen das. Die Jugendlichen, die nach 89 geboren, die kennen das gar nicht anders. Wir, die nach 45 geboren, nach 49 geboren, mit der Verfassung, die sich heute Grundgesetz nennt, diese sogenannte Verfassung, die sich Grundgesetz nennt, ist aber damals adaptiert worden aus dem Jahre 1948 aus der Welt der Menschenrechte. Aus der Welt der Menschenrechte wurde das dann adaptiert in das Grundgesetz. Ja? Artikel 19 ist das, was ich jetzt mache. Und dann ist das da Artikel 5. Ist dasselbe. Ist aber in der Satzstruktur so verbunden. Also die Menschenrechte flossen in das Grundgesetz hinein. Und wir leben heute danach. Nur, was haben wir heute? Wir haben heute Zwang. Wir werden gezwungen. Wir werden geknebelt. Wir werden gefesselt. Es macht also nicht mehr so viel Spaß. Und darum sitze ich jetzt vor dieser Kamera und versuche, eine Sendung hier bei im YouTube-Kanal Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV, mal so ein bisschen zu sensibilisieren. Mein Alter, also die Damen und Herren nach 45, also die BRD-Damen und Herren nach 45, 49 aufwärts, schauen das sicherlich nicht. Die Jugendlichen, die das jetzt hier sehen, geboren nach 89, nach Mauerfall, in DDR 2.0, Merkel-Kult, weiß ich nicht, wie man das jetzt hier rüberbringen soll, dass diese Jugend ab 6 plus oder die Y-Gesellschaft hier bei YouTube, wie die, ob die wirklich Lust hätten, in die BRD zurückzuwollen, dass wir wieder bundesrepublikanische Demokratie werden mit sozialem Gebinde, ja, dass wir auch sozial Schwachen helfen, dass wir auch untereinander uns aushelfen, dass man halt, egal wie man heißt, es gibt ja kaum noch Klaus, Dieter, Hermann, also dass auch Yusuf und, ach, keine Ahnung, ne? Ibrahim und so, dass wir uns untereinander helfen, ist doch egal, wo ich herkomme, ist doch vollkommen egal, wie ich aussehe. Ne? Wichtig ist doch, dass man sich gegenseitig hilft und eine zusätzliche Hand reicht, die etwas hält, damit man irgendwie vorankommt. Eine helfende Hand, das ist wichtig. In der BRD-Zeit gab es viele helfende Hände. Da war Aufbruchstimmung, da gab es auch, ja, da war Aufbruchstimmung. Das Campen, das FKK, das freiheitliche Gefühl war da. Fernsehsendungen waren spitze. Fernsehen gab es halt 3 Kanäle in Schwarz-Weiß, nachher bunt ab 66 aufwärts. Ist doch egal. Heute haben wir das sogenannte hochauflösende Fernsehen, H265. Und wir sehen denselben Quatsch nochmal und zahlen dafür. Ja, also, wir sehen Captain Kirk, der schon 1966 in Schwarz-Weiß, danach in Farbe. Wir sehen alles Mögliche von damals, von morgen, von übermorgen und bezahlen dafür, obwohl wir schon wissen, obwohl wir schon gesehen haben. Väter der Klamotte, Dick und Doof, ja, oder sonstige Mickey Mouse Filmchen, dafür zahlen wir dann demnächst. So, einige wissen ganz genau, wenn sie bei der Telekom sind, die zahlen nämlich schon 6,99 Euro im Monat dafür. 6,99 Euro, damit sie HD zusätzlich schauen können. Ja, und dann noch ab Frequenz 400. Also was davor ist, ist ja noch SD. Und was weit davor ist, ist noch anderes. So, das kann man ja dann demnächst auch nicht mehr sehen. Ja, man kann so eine Menge nicht mehr sehen. So, viele sagen, okay, dann gucke ich halt nur ARD, ZDF, was die so anbieten. SWR, NDR, MDR. Ja, zu dir, nee, und so. Und wenn er dann, hallo, ihr springt zurück. Ihr seid, jeder Einzelne von euch, der diesen Videoclip jetzt hier sieht, verzichtet auf seine persönliche Freiheit.
Die persönliche Freiheit ist, einen Fernseher zu nehmen in SD, so wie der jetzt hier, nennt sich auch DVB-T, und kann gucken, wann er will, wo er will und wie er will. Ja, gut, wenn es die Geräte demnächst gibt, in Ultra HD oder in Full HD, dann mag ja sein, dass sowas hier dann, na, ihr seht ja, DVB. So, DVB, da steht nicht C und so. Also ist ein DVB-T-Gerät, womit wir arbeiten können. Ich kann auch jetzt mit spazieren gehen. Egal, ich kann jetzt richtig damit spazieren gehen. Und ich würde die ganze Zeit, solange die Batterie es aushält, der Ladeakku da drin, ja, Kopfhörer auf, könnte ich mir hier vor Bundespräsidenten, gleich Außenminister Steiner übergibt sein Amt, ne? Kann ich mich informieren, ja, demnächst nicht mehr. Ab April kann ich mich nicht mehr informieren, weil das Gerät ist ja dann, ne? Versteht man meine? Wichtig ist die Freiheit. Die Freiheit, tun und lassen zu dürfen, was jedem gefällt, ohne einem anderen weh zu tun. Das war die BRD. Ja, doch. Die Studenten haben geholfen. Da gab es so eine Studentenbewegung. Da war der Herr Dutschke, der hat gesprochen. Puh, da war eine Menge. Also ich wünsche mir die BRD zurück mit dem sogenannten Adenauer-Charming. Ja, dieses Theodor Heuss, Schmidt später, Brandt, Herrn und so weiter. Strauß! Ja. Ja. Und heute, schade eigentlich. Es ist traurig, dass die meisten nicht zur Vernunft kommen. Es ist traurig, dass jeder diesen Personenkult huldigt und einfach alles mitmacht, was die uns da vorsetzen. Ja. Herr Steinmeier gibt sein Amt ab, um 220.000 Euro bis Lebensende ab sofort zu bekommen. Was macht er? Er ist Präsident, macht dasselbe, was ich mache, spricht in der Kamera und alles. Okay, bei mir nicht, ist klar. Ne? Ich muss mir dann ziemlich viel Dünnpfiff anhören, ist ja klar. Ne? Was erzählt er denn da? BRD, ne? Der will zurück zur BRD, der will Bundesrepublik Deutschland. Der will diesen Kult nicht, der will diese DDR 2.0, Merkel-Regierung nicht, wie ist der denn drauf? Ja, ich bin verdammt gut drauf, sonst würde ich solche Videos gar nicht machen. Ja. So, als Jungunternehmer damals in der BRD konnte ich mir nämlich eine Menge leisten. Heute, als heranwachsender älterer Mann, ja, bin ich ja nur noch porthässlich und alt und zynistisch und was weiß ich nicht alles. Nee, bin ich nicht. Bin immer noch der Junge von nebenan und bin immer noch der Junge von BRD. Und ich werde der Junge immer bleiben. Ja, auch wenn mein Körper jetzt älter wird. Und ich werde auch weiterhin meinen Spaß machen. Ob ich das früher mit Super 8 Normal 8 gemacht habe, 16 mm, 35 mm, ja, 72 mm, das war die teure Angelegenheit, also 75 mm war die teure Angelegenheit, CinemaScope und so weiter. Wir hatten ja einiges. Ja, wir hatten Eurovision, wir hatten CinemaScope. Wir hatten große Kinos und ja, wir hatten eine Menge. Wir hatten Dolby Stereo. Ja, Dolby Stereo hatten wir. Nachher hatten wir dann, ja, dank Star Wars, dank George Lucas hatten wir ja ein bisschen mehr. Und weil wir ja nur mal ein bisschen mehr hatten, ist ja auch eine Menge hinzugekommen. Ja. Und sonst, ja, und jetzt haben wir Fernsehen, wo man nicht mal reinguckt, ne? Heißt, die E ist in der Kiste und es rappelt im Karton. Doch lieber schwarz oder bunt wie ein Bonbon. Es rappelt im Karton.